So, passend zum Halloween-Event wollen wir natürlich unseren Avatar auch ein bisschen kleiden, weil es jetzt wieder neue Items gibt. Die wollen wir mal abchecken. Da gehen wir natürlich hier auf Individualisieren. Haben da Mützen vorbereitet. Momentan tragen wir ja gar keine. Und ihr seht schon, hier gibt es jetzt also die Driftlon-Mütze. Müsst ihr natürlich alles kaufen. Oder auch die Traunmagil, also den Traunmagil-Hut. Ist ein bisschen übertrieben, richtig heftig. Und ich habe gestern Abend schon mal die Gengar-Mütze gekauft, habe die schon mal anprobiert, werde ich jetzt wieder nehmen. Sieht nämlich lustig aus und Gengar eher ein cooles Pokémon. Also werden wir die nehmen. Brillen gab es jetzt, glaube ich, nichts Neues und Brillen muss auch nicht sein. So übertrieben krass sind wir dann doch nicht. Und bei Shirts haben wir natürlich, hier gibt es ja wieder eine ein Drift-Zeppelin-T-Shirt, das ist dann natürlich die Weiterentwicklung. Das sieht ja eigentlich auch gut aus von den Farben her, so diese Kombination aus diesem lilanen und dem gelben. Dann habt ihr ein Kripok-T-Shirt, was alles sehr in einem Lila gehalten ist. Aber ich habe natürlich trotzdem schon das Gengar-T-Shirt gekauft, was ich richtig cool finde, was zur Mütze passt und muss natürlich alles einheitlich sein. Rucksäcke, gab es natürlich auch einen Gengar-Rucksack, der darf nicht fehlen und der sieht so toll aus, also den habe ich mir auch gleich gegönnt. Habe ich mal ein bisschen, ich habe noch nie für Klamotten Geld ausgegeben, also im Spiel, aber jetzt musste ich einfach mal ranklotzen und habe mir da ein paar Sachen geholt. Ja, Handschuhe ziehen wir auch noch an, nehmen einfach die gelben, weil wir sind ja Team Gelb und mir das ein bisschen chaotisch wird von den Farben her. Und als Hose neben der schlichten gab es natürlich auch die Pikachu-Fan-Shorts mit einem Pikachu da am Hosenbund, einem Pokéball am Hosenbund und wo hinten auch in der Hose ein Pikachu rausguckt. Das war niedlich, das habe ich mir dann auch gekauft. Und natürlich noch passende Schuhe, Socken brauchen wir nicht, aber da gab es auch diese Pikachu-Fan-Schuhe. Die habe ich mir auch noch dazu geholt. Natürlich sind die auch wieder gelb. Wie soll es anders sein? Und ja, das war's dann. Das ist also mein Avatar, mein neuer Look, den ich ihm verpasst habe. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Wie ihr seht, laufen wir immer noch mit Shinux, mit dem 98%igen, was ich also aus einem Raid habe. 63 Bonbons, das können wir also vielleicht auch bald entwickeln. Wir hoffen noch auf ein paar Raids. Das war die Folge Kleider machen Leute. Mein Avatar, ihr seht ihn. Wie sieht euer Avatar aus? Habt ihr euch schon mal Klamotten gekauft? Oder würdet ihr keine Coins für Klamotten investieren, weil das sinnlos ist? Es gibt ja auch ab und zu mal Gratis-Klamotten, Gratis-Shirts zu bestimmten Events, wie damals dem Abenteuerhut in der Abenteurerwoche oder dem Pikachu-Hut. Ach, den Pikachu musste man kaufen, die Ohren. Aber ich meine den Carbador-Hut beim Wasserfestival, wo viele auch gleich angezogen haben, rumgelaufen sind. Ich habe jetzt mal investiert in ein paar Klamotten, weil das was Besonderes sein sollte und weil ich jetzt Videos mache natürlich. Und okay, das war es aber von meiner Seite aus. Deshalb viel Spaß euch noch. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.